Nun zu den 17 Sustainable Development Goals. Diese kommen natürlich in den Kursunterlagen vor und sind sehr wichtig. Es gibt sehr viele Goals und ich werde euch erzählen, was diese wirklich beinhalten und darstellen. Und dann gehe ich noch auf ein sehr wichtiges gesundheitliches bzw. allgemeines Ziel ein, und zwar die hochwertige Bildung, was sehr wichtig ist und definitiv gefördert werden muss. Und zwar sind die 17 Sustainable Development Goals festgelegt von der internationalen Gemeinschaft im Rahmen der UN-Agenda für 2030 für nachhaltige Entwicklung. Und es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen und sehr vielen Ländern weltweit. Und es sind 17 Ziele zur Verbesserung von Nachhaltigkeit, Armut, Gesundheit und viel mehr. Es sind insgesamt eben die 17 Ziele, aber haben dazu 169 Unterziele, also kleinere Ziele innerhalb diesen Zielen definiert. Und wie ihr schon auf dem Foto sehen könnt, also es gibt Ziele wie kein Hunger, gute Health und gute Gesundheit und Wohlbefinden. Das ist auch sehr wichtig, natürlich im Gesundheitssektor, aber auch weitere Ziele zur Nachhaltigkeit, zur Gender Equality, zur sauberen Wasser- und Sanitäranlagen. Das heißt, auch für natürlich Entwicklungsländer sind diese Ziele auch entwickelt worden. Und Klimaaktionen, also sehr weitgreifende Ziele, sind für 2030 festgelegt worden. Nun möchte ich euch aber etwas mehr über das Ziel hochwertige Bildung erzählen. Was sollte damit erreicht werden? Also was sind die Ziele? Und zwar ein gleichberechtigter Bildungszugang für alle. Das heißt, für Jungs und Mädchen sollte eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulausbildung dargestellt werden und diese können diese dann abschließen. Ein Zugang für frühkindliche Bildung, die auf die Grundschule vorbereitet. Das heißt also, eine Betreuung und Vorschule sollte erhalten sein, beispielsweise im Kindergarten, dass da bereits eine Vorschule stattfindet. Ein Zugang zur hochwertigen beruflichen Bildung und Hochschulbildung. Das heißt, ein gleichberechtigter und erschwinglicher Zugang für einschließlich tertiäre und universitäre Bildungen. Das heißt, nicht nur ein Gymnasium, aber auch dann die Universität sollte für Frauen und Männer gleichberechtigt dargestellt werden und ein Zugang gegeben werden. Mehr Jugendliche und Erwachsene sollen über die Fähigkeit für Beschäftigung und menschenwürdige Arbeitsplätze verfügen. Das heißt, es sollte eine bessere Qualifikation sowohl fachlich als auch beruflich geben, damit die eine bessere Chance in wirklich menschenwürdigen Jobs haben. Weiteres sollten alle Jugendlichen und Großteil der Erwachsenen natürlich lesen, schreiben und Rechenkenntnisse erlangen. Das ist für viele natürlich selbstverständlich, aber leider ist es in ganz vielen Ländern nicht selbstverständlich und daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Ein geschlechterspezifische Disparitäten der Bildung sollten beseitigt werden. Es sollten eine Gleichberechtigung für Mädchen und Jungs geben, dass auch Mädchen in Entwicklungsländern beispielsweise in die Schule gehen können. Das heißt, ein gleichberechtigter Zugang auch für Schwache in der Gesellschaft. Darunter fallen natürlich auch Menschen mit Behinderungen, Angehörige indigener Völker und Kinder in prekären Situationen. Das heißt, es gibt natürlich sehr viel, woran man arbeiten kann. Alle Lernenden sollten Fähigkeiten zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung erwerben. Natürlich auch in der Schule muss das besser angesprochen werden. Angebote und qualifizierte Lehrkräfte durch internationale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrausbildungen in Entwicklungsländern, besonders in den Inselentwicklungsländern, muss wesentlich erhöht werden. Das heißt, mehr internationale Lehrkräfte, mehr Austausch über die Entwicklung, die Studien etc., weil natürlich viele in den guten entwickelten Ländern eine sehr gute Ausbildung durch Lehrkräfte bekommen und leider fehlt es sehr stark an Lehrkräften in Entwicklungsländern und darum muss gut gearbeitet werden. Nun ein paar Zahlen und Fakten. Und zwar haben 83% aller Jugendliche gehen zur Schule weltweit. Es gibt allgemein schon eine 7%ige Steigerung der Abschlussquote und also der Sekundärschule, als der Abschlussquote der Sekundärschule weltweit seit 2010. Das heißt, wir bewegen uns dem Ziel näher. 4 von 10 Kindern erreichen die Mindestkompetenz in Lesen und Rechnen. 130 Millionen Mädchen gehen nicht zur Schule. Das ist das Problem, was ich angesprochen habe. In vielen Ländern herrscht noch so vor, dass der
die Jungs, die Männer zur Schule gehen und die Frauen zu Hause sind und auch die Mädchen daher zu Hause bleiben oder nur in die Grundschule gehen und dann zu Hause bleiben. Es gibt eine 9% Studierendenquote in Afrika und in der südlichen Sahara, wobei weltweit die Studierendenquote bei 38% liegt und 69 Millionen zusätzliche Lehrkräfte werden benötigt. Und dann die Ungleichheiten wurden natürlich durch die Covid-19-Pandemie verstärkt, wie wir uns vorstellen können, vor allem in Ländern mit niedrigen Einkommensquoten. Und dabei liegt auch die Schulquote für die Kinder, wenn man es vergleicht. Also das heißt, in 79% der reichsten Haushalte haben 20% der Kinder, also und dann noch ein weiterer Punkt, und zwar, dass die Ungleichheiten in der Bildung durch die Covid-19-Pandemie verstärkt wurden. Und zwar in den Ländern mit niedrigen Einkommen liegt der Schulabschluss für Kinder mit 79% in den reichsten 20% der Haushalte und nur bei 34% in den ärmsten 20% der Haushalte. Das heißt, 79% und 34% ist ein sehr großer Unterschied. Hierbei kann man die Ungleichheit zwischen reichen und armen Leuten in Entwicklungsländern sehen, was natürlich, und beziehungsweise in Ländern mit niedrigen Einkommen, was natürlich keine Rolle spielen sollte. Es sollte eine gleichmäßige Bildung und Schulmöglichkeit für alle geben. Was sind eure Gedanken dazu? Habt ihr das bereits gewusst? Und habt ihr euch schon weiter mit diesem Ziel oder einem der 17 Ziele der UV-Agenda beschäftigt, der UN-Agenda beschäftigt?